Hallo und willkommen zu einem weiteren Videotutorial. Heute geht es um die Frage, was sich hinter diesen chemischen Summenformeln verbirgt. Ihr kennt sie alle im Unterricht: H2O, NaCl, C2H5OH. Ja, das vielleicht auch irgendwie vom Wochenende, das ist nämlich der Alkohol. Das sind die Summenformeln, die im Chemieunterricht den ein oder anderen von euch vielleicht so ein bisschen zum Verzweifeln gebracht haben oder vielleicht noch bringen werden. Ich betrachte in diesem Video einmal ein paar Summenformeln und schau mal, was denn dahinter steckt. Also diesen Code, den muss man einfach mal entschlüsseln, und wenn man diese Art und Weise, wie man das dekodieren kann, verstanden hat, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer, sich mit der Formelsprache auseinanderzusetzen. Starten wir mit dem ersten Beispiel: Natriumchlorid. Das wahrscheinlich alltäglichste Beispiel und am häufigsten im Chemie genannte Salz, Natriumchlorid, besteht, wie der Name es schon sagt, aus zwei Teilen, nämlich Natrium und Chlorid. Schaut man im Periodensystem nach, wo die beiden Elemente zu finden sind, dann findet man Natrium als Element der ersten Hauptgruppe und Chlor als Element der siebten Hauptgruppe. Wichtig an dieser Stelle ist allerdings, dass die Teilchen im Natriumchlorid nicht elementar vorliegen, sondern sich auf dem Weg zur Verbindung Natriumchlorid vom Atom herkommend verändert haben. Entsprechend handelt es sich hier um eine Verbindung aus zwei Elementen. Würde dort nur Natrium stehen und nur die Symbolformel Na angegeben sein, dann würde es sich um das elementar vorliegende Natrium, Natriumatome, handeln. Wäre dort nur Chlor angegeben mit der Summenformel Cl2, dann wäre es elementares Chlor, was auch aus Chloratomen bestünde. Und damit diese Teilchen sich aus dem elementaren Zustand zu einer Verbindung verbinden, muss etwas mit den Atomen geschehen sein. Wenn es sich bei diesem Beispiel hier Natriumchlorid um eine Verbindung eines Metalls, nämlich Natrium, und eines Nichtmetalls, in diesem Fall Chlor, handelt, dann liegt ein Salz vor. Salze bestehen auf Teilchenebene aus Kationen und Anionen. In einem solchen Namen wie Natriumchlorid ist an erster Stelle immer der Name des Stoffes genannt, dessen Teilchen Kationen bilden. Ruft man sich nochmal die Stellung im Periodensystem, Natrium erste Hauptgruppe, hervor, dann erinnert man sich daran, Natriumatome haben ein Elektron in der äußeren Schale, und wenn sie dieses Elektron abgeben, erfüllen sie die Oktettregel, also 8 Elektronen in der äußeren Schale, werden dadurch aber auch zu einfach positiv geladenen Ionen. Das schreibt man dann so, dass man hinter der Elementsymbolformel, also dem Na, ein Plus nach oben schreibt. Das deutet an, dass dieses Teilchen einfach positiv geladen ist. An der zweiten Stelle in der Summenformel kommt dann das Anion, in diesem Fall Cl. Die Anionen kommen entsprechend von einem Element der siebten Hauptgruppe des Periodensystems. Das heißt, die Atome haben bereits 7 Elektronen in der äußersten Schale. Zum Erfüllen der Oktettregel wird ein Elektron benötigt. Das heißt, die Atome nehmen ein Elektron auf, werden dadurch einfach negativ geladen, was hier durch die Kennzeichnung mit dem Minus oberhalb des Elementsymbols für Chlor Cl gekennzeichnet wird. Um das Ganze zusammenzufassen, wir haben in Natriumchlorid einfach positiv geladene Kationen, die aus Natriumatomen entstanden, und einfach negativ geladene Chloridanionen, die aus Chloratomen entstanden. Natriumchlorid ist das einfachste Beispiel. Wir gucken uns jetzt mal ein etwas komplizierteres Beispiel noch an. Das wäre zum Beispiel Magnesiumchlorid. Magnesiumchlorid hat die Formel MgCl2. Da ist es so, dass wir auch wieder die Aufteilung haben. Magnesium hier das Element, das die Kationen bildet. Chlor das Element, das die Anionen bildet. Das sind auch dieselben Anionen, wie wir sie eben beim Natriumchlorid schon hatten. Und auch dort hilft uns zunächst wieder der Blick ins Periodensystem. Magnesium ist ein Metall, Chlor ein Nichtmetall, entsprechend haben wir, wie auch eben schon, eine Salzbindung oder eine Ionenbindung, einen Stoff, der ein Salz ist.
Magnesium als Element der zweiten Hauptgruppe gibt 2 Elektronen pro Atom ab. Das heißt, wir kriegen Kationen, die eine zweifach positive Ladung haben. Chloridanionen, wie eben schon dargestellt, werden einfach negativ, wenn sie ein Elektron aufnehmen und dementsprechend dann das Elektronenoktett erfüllen. Dementsprechend die Herleitung der Kationen und Anionen ist beim Magnesiumchlorid genauso wie beim Natriumchlorid. Allerdings haben wir hier noch diese kleine 2 stehen. Ja, was bedeutet diese 2? Das ist eine Frage, auf die ich jetzt noch mal kurz eingehe. Und zwar gibt uns diese Zahl Informationen darüber, wie sich die Ionen zueinander anordnen, also über das Anzahlverhältnis, wie die Teilchen vorliegen. Betrachten wir das Ganze mal so: Wir haben Magnesium 2 plus Kationen, das heißt, jedes Magnesiumteilchen bringt hier eine zweifach positive Ladung mit. Chloridanionen haben eine einfach negative Ladung. Das heißt, an dieser Stelle ist es wichtig, dass wir bedenken, dass die Ladungen der Ionen sich in der Summe immer ausgleichen. Jetzt ist es natürlich so, eines dieser Kationen trägt eine zweifach positive Ladung. Das heißt, ich brauche 2 negative Ladungen, um das auszugleichen. Das geschieht durch 2 Chloridanionen. Dementsprechend steht die 2 hier hinter dem Cl. Wichtig ist an dieser Stelle, diese 2 bezieht sich nur auf das Elementsymbol, was davor steht, nämlich in diesem Fall Cl, was hier für die Chloridanionen steht. Auch hier dann nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wir haben beim Magnesiumchlorid einen Stoff, der auf Teilchenebene aus Kationen Mg2+ und Chloridanionen Cl- besteht. Damit die Ladungen der Ionen sich ausgleichen, ist es wichtig, dass ich zweimal so viele Chloridanionen wie Magnesiumkationen habe. Und dieses Anzahlverhältnis spiegelt sich dann auch wieder im Ionengitter, in dem sich die Ionen dann verbinden. Das waren die beiden Erklärungen für die Formeln von Magnesiumchlorid und zuvor Natriumchlorid. Ich mache noch 2 Videos, die dann halt auf 2 weitere Summenformeln eingehen werden. Die sind aber etwas komplizierter für den Anfangsunterricht mit Summenformeln, vielleicht erstmal noch nicht besonders wichtig, aber später im Laufe des Chemieunterrichts könntet ihr diesen Formeln einmal begegnen.